Leute, und herzlich willkommen zu Final Fantasy VII. Ich habe jetzt tatsächlich doch mal ganz kurz länger Pause gemacht. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie weiterkomme. Diese ganze Gerümpel muss da hier herumliegen. Das gehört alles dem Eigentümer des Waffengeschäfts. Er sammelt diese ganzen Sachen und bewahrt sie hier auf. Oh, du meinst den Waffenhändler, der einen Panzer in seinem Geschäft hat? Aber du hast recht, das hier ist nun Schrott. Der ganze. Okay, die unterhalten sich nur über den Waffenhändler fleißig. Das ist allerdings die Frage, ne? Die Frage aller Fragen. Was? Ich möchte. Okay. Die Frage aller Fragen ist auch vor allen Dingen, wie komme ich jetzt irgendwie irgendwo rein da, ne? Kannst du mir einen Gefallen tun? Da ist schon den ganzen Tag jemand drin und kommt nicht mehr raus. Ich kann es nicht mehr halten. Ist das? Ja, bestellen kann man an der. Ja, okay. Gefallen tun. Ja, gut. Und dann? Ach, wirklich? Mensch, sind die Zeiten schlecht. Ach, gut, jetzt habe ich gerade kapiert. Hä? Hier drinne ist jemand, guckt weg. Was, gib ihr Medizin, gib ihr Medizin. Du gibst mir wirklich welche? Danke. Was ist das? Naja, es hilft zwar nichts, aber trotzdem, vielen Dank. Hier, weil du so nett warst. Schussobjekt EAU de Cologne. Eau de Cologne. Ah ja. Wieder die typischen Wörter, die man sonst so nicht groß in Gebrauch hat. Hoppla. Okay. Jetzt mal ganz fix hinter der her. Vielleicht hat die ja noch irgendwas für uns. Vermute ich jetzt einfach mal stumpfsinnig. Oder sie bringt uns ins Geschäft. Weil mir sah die Dame nämlich ganz stark danach aus. Ziemlich stark danach aus, dass sie mit zu diesem Geschäft gehört da hinten. Falls ich damit nicht falsch liege. Mann, soll ich rein oder nicht? So nicht. Okay. Dann versuchen wir es doch noch mal ganz oben. Hoffnung war es ja eben gerade irgendwie, dass wir vielleicht mit der Person irgendwie interagieren können. Aber sie existiert einfach vor Ort nicht. Mal gucken. Ist auch nirgends was, ne? Ne. Ah! Hey, und du hast noch ein Schätzchen dabei? Das scheint das Anwesen des Dons zu sein. Ich sehe sie mir mal genauer an. Ich werde tiefer von dir erzählen. Nein, das kannst du nicht. Warum? Du weißt, dass. Was das für ein Ort ist, oder? Was soll ich denn sonst tun? Willst du mit reinkommen? Naja, als Mann dürfte es das nicht so einfach sein. Und außerdem
Wenn ich da reinplatze, gibt es vielleicht viel zu viel Aufregung. Sie lacht schon wieder. Aber ich kann dich da nicht einfach alleine reingehen lassen. Mann, oh Mann. Zuerst müssen wir herausfinden, ob es tiefer gut geht. Was ist denn jetzt so witzig, Eris? Cloud, warum verkleidest du dich nicht als Mädchen? Das ist die einzige Möglichkeit. Was? Was? Immer mit der Ruhe. Ich bringe noch eine Freundin mit. Eris, ich kann nicht. Du machst dir doch Sorgen um Tifa, stimmt's? Dann los, schnell. Ah, oh, Gottes Willen. Na gut, da war dann doch wieder einfach. Einfach nur hingehen, ne? Hätten wir mal früher drauf kommen können und dürfen. Das hätte ja auch einfacher sein können, als es musste. Was soll ich nur tun? Soll ich einfach kaufen? Ja, das kenne ich. Bei Kleidung auch immer so. Ne? Ganz wichtig, kauft euch eure T-Shirts, gerade T-Shirts, ne? Und Pullover, immer minimal eine große Größe größer. Dann habt ihr lange was davon. Und Punkt 2, es liegt nicht so eng an. Ne? Hätte ich mir auch mal auf meine eigenen Fahne schreiben sollen. So. Umkleide? Nein? Nicht rü. Oh, entschuldige, ich würde gerne ein Kleid kaufen. Das wird eine Weile dauern. Ist dir das in Recht? Ist dir das denn recht? So sage ich das jetzt mal. Was gibt's für Probleme? Nun, mein Vater, der Eigentümer, hatte in letzter Zeit nicht viel zu tun, weißt du? Er näht all diese Kleider. Und wo ist dein Vater? Er sitzt vermutlich betrunken in der Kneipe. Also heißt das, ich muss deinen Vater überreden, mir ein Kleid zu nähen? Ja, tut mir leid, er macht so viel Ärger. Könntest du mir helfen, ihn herauszuholen? Tja, wenn ich nichts tue, bekomme ich kein Kleid, stimmt's? Wirklich? Bitte hilf meinem verrückten alten Vater. Ich weiß nicht mehr weiter. In Ordnung. Wir tun was. Lass uns gehen, Cloud. Ah, Gottes Willen. Von einem zum nächsten Ort. Aber hey, wir machen irgendwie Fortschritt. War das hier? Ja, schaut aus. Nicht setzen. Ich nehme immer das Tagesgericht. Dass wir so essen können, haben wir dem Don zu verdanken. Oh, ich bekomme heute noch einen Apotheker. Rumpf, Rumpf, schlecht. Schleich dich doch nicht so an. Nicht setzen. Ich bekomme heute noch einen Apothekengutschein. Ich bekomme heute. Ah, okay. Look. Ja, okay. Hier ist er schon mal nicht. Das war dann nicht die Kneipe, die gemeint ist. Das ist die Apotheke. Ach nee, Quatsch. Das müsste dann. Oh Gott, wenn ich schon Japanisch könnte, ne? Das ist ja der Verein hier. Hier müsste das sein. Das könnte eine gut und gerne eine Kneipe sein. Ich glaube hier, ne? Weil das sieht auch so nach aus. Ja, sieht ganz stark danach aus. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Sind Sie der Vater des Mädchen in der Boutique? Mir gehört das Geschäft, aber ich bin nicht dein Vater. Habe ich auch nicht gesagt. Nähst du mir ein Kleid? Ich nähe keine Männerkleider und jetzt habe ich schon gar keine Lust. Cloud, warte eine Sekunde. Ich versuche mit ihm zu reden. Warum gehst du nicht darüber und bestellst was zum Trinken? Weißt du,
Er hat immer gesagt, dass er sich einmal als Mädchen kleiden möchte. Darum hätte ich gerne ein hübsches Kleid für ihn. Oh, ist das böse. Was? Ein kräftiger Bursche wie der? Also, was ist? Nähst du ihm eins? Könnte interessant werden. Es wird etwas langweilig, immer nur normale Kleider zu nähen. Dann machst du also eins für uns? Ja, in Ordnung. Was für ein Kleid wollt ihr? Etwas, das sich sauber anfühlt? Etwas, das sich weich anfühlt? Und das außerdem glänzt, schimmert, glänzt, würde ich sagen, ne? Okay. Ich habe einen Freund, der auch so einen Geschmack hat. Ich werde mal mit ihm sprechen. Ich kann mir schon ahnen, wo der ist. Ich glaube, jetzt müssen wir nämlich zu dem Geschäft da unten hin. Also zu dem. Ja, ich nenne es mal zur Honigbiene da. Oder? Was heißt? Ah, jetzt ist jemand. Sieht aus, als sei alles glatt gelaufen. Er arbeitet seit seiner Rückkehr an dem Kleid. Oh, da bist du ja. Es ist fertig. Probier es an. Schlüsselobjekt Satinkleid. Oh Gott. Es führt kein Weg dran vorbei, Kollege Schuschu. Es führt kein Weg dran vorbei. Wie zieht man das an? Huch, lass los. So ganz stimmt es noch nicht. Eine Perücke, die fehlt. Habe ich mir gedacht. Also habe ich mit meinem Freund gesprochen, wo man eine bekommt. Kennst du das Sportstudio? Da gibt es eine Menge Leute wie dich, gerät mit ihnen. Wie dich? Aris, was hast du ihm erzählt? Spielt das eine Rolle? Wir haben bestimmt ein schönes Kleid. Ah, Gottes Willen, ich krieg noch eine Krise. Daher ja im, ich sag mal, Remaster, Remake, da so ein bisschen noch mehr drauf gezeigt wird, glaube ich, was da passiert. Ne? Huch. Du willst also einen auf süßes, süß machen? Oh Gottes Willen. Auf süß? Genau. Und die Perücke? Bekommst du, aber nicht umsonst. Arg! Big Bro süß. Zerwirst du nur, wenn du Big Bro schlägst. Stimmt. Also musst du dich mit uns messen. Genau, machen wir also Kniebeugen. In Ordnung. Aus diesem Studio vertreiben wir dich. Bist du der schöne Bro? Was das wusstest du nicht? Der ist ständig hier und alles dreht sich um ihn. Komm hier rüber. Aber egal, komm hier rüber. Nein, ich erkläre dir die Regeln. Ah, okay. Wenn bereit bist, drücke Wechseln, um in die Hocke zu gehen. Abbruch, um dich aufzurichten. Und okay, um wieder die Ausgangsstellung einzunehmen. Ja, Träumchen, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Taste welche ist. Wechseln. Abbruch. Also hier Pfeil natürlich wahrscheinlich wechseln. Abbruch und okay. Also, wechseln, Abbruch, okay. In richtiger Reihenfolge.
Ah, oh, Leute, das ärgert mich jetzt gerade, weil ich habe echt gerade keinen Plan, welche Taste welche ist. Ich guck mal ganz fix nach. Ich bin gleich wieder da. Okay, auf gut Glück. Ich habe mal geguckt. Eventuell ist es einer der linken Button oder der rechten Button der Controller-Steuerung. Mit etwas Glück kann ich noch nachgucken. In richtiger Reihenfolge. Also wechseln, Abbruch, okay. Wechseln, Abbruch, okay. Kapiert? Nein. Dann erkläre ich es nochmal. Ah, ja, okay. Kapiert. Wer nach 30 Sekunden die meisten Kniebeugen hat, bekommt die Perücke. Ich werde nicht verlieren. Die Perücke von Big Bro gehört mir. Sei still. Es ist nicht fair, wenn du gleich loslegen willst. Willst du etwas üben? Nicht nur ein bisschen, ja? Dann fang an. Ja, es ist tatsächlich, wie ich dachte. Oh, da darf ich mich halt nicht verdrücken und muss relativ flott agieren. Du hast 17 Kniebeugen gemacht. Also, lass uns loslegen. Er hat 13 Kniebeugen gemacht und du hast 17 Kniebeugen gemacht. Du bist echt eine Nummer. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Hier hast du sie. Schlüsselobjekt, blonde Perücke. Big Bro, ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Halt die Klappe. Hör auf zu jammern, weil du verloren hast. Org. Bros Hiebe gehen bis auf die Knochen. Okay. Ach ja. Na gut, wir sind aber weg. Ich ahne noch Schlimmeres. Weil ich glaube, eine Perücke und ein Kleid reichen da wohl vermutungsweise jetzt nicht aus. Zieh du dich nicht um? Ziehst du dich nicht um? Okay, ich bin soweit. Mal sehen, was dabei rauskommt. Nicht schlecht, das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht. Sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Versuchen elegant zu laufen, ungefähr so, Fräulein Cloud. Was meinst du mit elegant? Oh Gott, du bist echt süß, Fräulein Cloud. Ich möchte auch eins, hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie wäre es mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Ach, was redest du? Dieses. Ich möchte dieses. Wie? Ich ziehe mich jetzt um. Totale Verwirrung. Nicht gucken. Okay. Und wie sehe ich aus? Oh Gott. Ach, du bist ein Langweiler. Sieht man das auch im Menü-Overlay? Schade. Wäre lustig gewesen, so mit Cloud mit der Frisur. Ich bin mal ganz kurz.
speichern, weil wir ja schon wieder viel erreicht haben. Alter Falter. Und dafür habe ich extra nochmal nachgeguckt, wenn man die Steuerung sowieso kurz beigebracht kriegt für die Kniebeugen. Mann, 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 Mann. Na egal. Wow. Hey Prinzessin. Oh Gottes Willen, ist schlimmer als auf dem. Nein, ich sag's nicht. Ich sag nur einen Hamburger Ort, den man gut genug kennt. So. Ich rede nur mit den Hübschen. Das bist du. Du bist klasse. Klar, ich rede nur mit den Hübschen. Ich bin Johnny. Freut mich. Gott, er erstarrt förmlich. Das ist ulkig. Eine harte, stachelige Frisur sieht irgendwie bekannt aus. Junge Mädchen, weiche Haut. Ah, jetzt geht's mir besser. Recht fest trainiert. Du? Na gut, ich glaube, das funktioniert. Wenn die schon alle darauf reinfallen, ist quasi schon wie eine Art Bestätigung. Warte mal, eins will ich noch wissen. Mal sehen, wie gründlich die waren. Tut mir leid, aber es ist alles ausverkauft. Wir haben nichts. Der dreht sich nicht mal mehr um. Wie dreist. Wie reagiert der darauf? Wollt ihr Mädels auch was essen? Ah, okay. Also es funktioniert offensichtlich sehr gut, die Tarnung. Welche Überraschung. Finden wir aber doch mal wieder lustig, würde ich sagen. Okay. Junge, Junge, deine Freundin ist auch ganz schön heiß. Hereinspaziert. Ach komm, schon echt jetzt? Zwei Damen kommen. Alter Fall, das klappt auch noch. Wie dumm ist das bitte schon? Nein, nein, nein. Ich mache mich jetzt nicht so. Hallo, meine Damen. Ich werde dem Don Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht rum. Das ist unsere Chance. Komm, suchen wir tiefer. Hallo, ich wollte die Treppe hoch. Geschlossen. Da ist sie. Nein, jetzt sagt nicht, dass das ihm auch noch peinlich ist. Tiefer? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Eris. Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit im Park. Cloud im Park. Ja, mit Cloud. Oh. Mach dir nichts draus. War eine Zufallsbekanntschaft. Es ist nicht der Rede wert. Was meinst du? Mach dir nichts daraus. Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden. Nicht weiter. Armer Cloud, da muss er hier stehen und zuhören, wie wir ihn nichts nennen. Was, Cloud? Cloud? Du bist aufgeflogen, Kollege. Aber erstmal, Moment, ich muss hier vorne rum. Erstmal hole ich mir das hier. Bittet. Laut? Was hast du denn da an? Und was machst du hier? Vergiss es. Was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich habe die Sachen hier an, weil ich sonst nicht hier reinkommen wäre. Mir geht's gut. Eris hatte mir geholfen. Oh, Eris. Tifa, erzähl mal, was machst du denn hier?
Tja, ich halte mir einfach die Ohren zu. Ich bin froh, dass du das, dass es dir gut geht. Danke, was ist denn passiert? Als wir vom Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war da dieser seltsame Mann. Naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm raus. Und da wurde der Don erwähnt. Aha, Don Corneo. Barrett hat mir gesagt, ich solle dem Lustmolch aus dem Weg gehen. Aus gutem Grund anscheinend. Aber etwas beschäftigte mich. Ja? Du wolltest also die ganze Sache direkt von Corneo erfahren. Und darum bin ich hier hergekommen. Aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen, wählt sich eine aus und dann. Und. Naja. Na, und ich muss heute das Mädchen sein, das ist die einzige Chance. Entschuldige, ich habe zufällig gehört, wenn du die drei Mädchen kennst, gibt's doch kein Problem, oder? Naja, aber. Also wir haben hier zwei richtige. Nein, Eris, ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh, aber Tifa darf sich in Gefahr begeben. Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, Leute, Leute. Wer ist dir recht? Ich bin in den Slums groß geworden. Ich bin an Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Ja, denke, danke, Frau Eris. Nenn mich Eris. Hä? Okay, das gibt Ärger. Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Okay, es gibt doch keinen Ärger. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln. Also, Frauen heutzutage. Nun macht schon. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht zu fragen, aber das dritte Mädchen bin ich, nicht wahr? Ah, du hast recht. Es war unnötig zu fragen. Ah, Gottes Willen. Warum war mir das irgendwo klar? Der arme Cloud, was er alles durchmachen muss. Es bringt ja alles nichts. Ah, aber was hier passiert, das geht im nächsten Part los. Von daher, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.